Vaiana. Ein fantastisches Abenteuer mitten im Paradies. Darauf dürfen wir uns jetzt dank der beiden Disney-Legenden Ron Clements und John Musker freuen. Mit einer mutigen Titelheldin, einem Halbgott und viel Musik. Die Idee zu der Geschichte ist vor etwa 5 Jahren entstanden, als wir auf der Suche nach einem Setting für einen neuen Film waren. Dabei habe ich mich in die hawaiianischen Mythologien eingelesen. So bin ich auf den Halbgott Maui aufmerksam geworden und habe schließlich Ron davon erzählt. Wir haben uns dann gedacht, was wäre, wenn wir nicht Mauis Geschichte, sondern die von Vaiana erzählen würden. Und um das Projekt wirklich glaubhaft umsetzen zu können, haben sich die beiden Regisseure, die durch Disney-Hits wie Ariel oder Herkules bekannt wurden, sogar auf eine 3-wöchige Expedition durch Tahiti und auf die Fidschi-Inseln begeben. Denn diesmal geht es um ein hawaiianisches Mädchen, das sich auf die abenteuerliche Suche nach dem Halbgott Maui macht, damit ihr Volk vor dem drohenden Untergang gerettet wird. Maui ist ein Halbgott aus der Mythologie, dessen Geschichten sich noch heute die Einheimischen auf den Inseln erzählen. Er ist größer als jedes Lebewesen, er hat einen magischen Fischhaken, so wie Thors Hammer, er ist ein Formwandler, aber auch ein Betrüger. Und er hat Tattoos, also alles Dinge, die großen Spaß machen, in einem Animationsfilm umzusetzen. Allerdings hat Maui das Herz der Göttin Fiti gestohlen. Deshalb möchte Vaiana den Halbgott dazu überreden, es ihr wieder zurückzubringen, damit das Gleichgewicht in der Natur wiederhergestellt wird. Eine mutige Geste, von der Leeren deutsche Stimme ziemlich beeindruckt ist. Du bist nicht mein Held! Vaiana ist einfach die Figur, die Heldin mit ihrem Held zusammen Maui, mit dem sie sich zurechtfinden muss. Und gerade weil Maui jetzt eher so der Held ist, der sich noch überreden lassen muss zum Held, ist Vaiana so die Anführerin. Und das ist natürlich super cool, wenn man nicht das Gefühl hat, dass sie noch die Unterstützung des Mannes braucht, auch wenn das natürlich auch schön ist. Doch erst einmal muss sie gemeinsam mit ihm seinen magischen Fischhaken wiederfinden. Denn die Insel der Göttin wird von einem feuerspeienden Monster bewacht. Aber auch die CGI-Spezialisten wurden bei Maui mit einer ganz besonderen Herausforderung konfrontiert. Maui ist mit Tattoos bedeckt, die seine Geschichte erzählen. Alles, was er bisher erlebt und Gutes geleistet hat. Deshalb dachten wir, es wäre cool, wenn diese Tattoos ein Eigenleben hätten. Also haben wir Eric Goldberg, einen unserer traditionellen Animateure, damit beauftragt. Er hat die Gravuren als 2D-Animation zum Leben erweckt. Dann haben unsere Animationsspezialisten und Techniker einen Weg gefunden, beides zu verschmelzen. Und zwar so, dass es aussieht, als würden sich diese unter seiner Haut bewegen. In der deutschen Synchronfassung wird der Halbgott von Sänger Andreas Burani gesprochen. Allerdings wäre der von dessen Tattoos ganz und gar nicht begeistert, könnte sich aber durchaus vorstellen, auch solche Kräfte zu besitzen. Ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag umherfliegen, aber auch für Gerechtigkeit sorgen, glaube ich, das würde ich auch machen. Würde mir wahrscheinlich Spaß machen, den Bösewichten in den Hintern zu treten. Naja, und das müssen Vaiana und Maui auf ihrer Reise auch bei den Kokosnusspiraten, den Kokomoras, tun. Denn die würden den grünen Diamanten ebenfalls gerne besitzen. Aber wer oder was steckt eigentlich hinter den niedlichen Kriegern? Die Frage nach dem, was sich hinter der Schale der Kokomoras befindet, bleibt ein Geheimnis, das ich vorerst nicht lüften möchte. Verraten hat sie uns aber dafür, dass in der Originalfassung für Mauis Stimme kein geringerer als Dwayne The Rock Johnson verpflichtet werden konnte. Eine Rolle, für die der Actionstar diesmal sogar singen lernen musste. Andreas Burani hatte dieses Problem zum Glück nicht. Ich glaube, dass es für ihn wahrscheinlich schwieriger war zu singen, könnte ich mir vorstellen. Weil wenn man dann singen muss, das ist schon einmal irgendwie, ja, also wenn man das vorher nie gemacht hat, wobei, der hat es ja super gemacht, ne? Also es ist echt ganz toll geworden. Ich kenne halt das Original, You're Welcome, heißt der Song ja, den Maui da singt. Und für mich war es, mir kam natürlich sehr entgegen das Rhythmusgefühl, ne, das ich aus der Musik habe, ne, weil es Synchronsprechen hat wahnsinnig viel mit Rhythmik und Rhythmus zu tun, ne, dann eben auch auf den, ja, auf den Gesten und sowas draufzusitzen, den Lippenbewegungen, und das ist mir ganz gut gelungen. Ja. Aber auch sonst wurde an der musikalischen Untermalung bei Vaiana nicht gespart. Freuen darf man sich deshalb auf viele Ohrwürmer mit südländischem Flair und auf Helene Fischer, die in der deutschen Fassung den Titelsong singt. Im Film trällern darf allerdings auch ab und zu Hi-Hi.
Ein Huhn, das die beiden wohl eher unfreiwillig begleitet. Das ist zwar nicht sonderlich klug, sorgt aber dafür für so einige Lacher. Und hat außerdem noch eine interessante Entstehungsgeschichte. Als wir nach Inspirationen für Hey Hey gesucht haben, hat einer unserer Autoren den Vorschlag eines wirklich dummen, nicht sonderlich klugen Huhnes gemacht. Und je mehr wir uns damit beschäftigt haben, umso lustiger fanden wir die Idee. Es gibt ein Huhn im Film, das sehr dumm ist, und ein Schwein, das sehr hübsch ist. Beide Charaktere sind uns nachempfunden. Jetzt müsst ihr nur noch herausfinden, wer von uns das Huhn ist. Naja, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Mit Vaiana ist Disney jedenfalls wieder ein bezauberndes Animationsabenteuer gelungen, das uns die farbenfrohe, aufregende Welt eines kleinen, mutigen Mädchens und gleichzeitig die hawaiianische Mythologie näher bringt. Untermalt mit einem Soundtrack, den man garantiert so schnell nicht vergessen wird. Vaiana, jetzt im Kino.